So, mein Lieben, ich muss das Video leider nochmal drehen, weil mein Handy gerade aus der Stativ geflogen ist. Jetzt die Kurzfassung, ich habe ein Megaprojekt vor und ein Junk Journal habe ich vor. Ich habe ganz viel rausgekramt, zwei Sachen seht ihr hier schon. Aber ich habe gleich einen ganzen Karton gepackt. Für das Schandschale. Und ich habe Sachen rausgesucht für das Schandschale, was ich generell verwenden möchte. Ich habe natürlich noch nicht so alles rausgesucht, was ich da wollen will. Das wird auch noch spontan so entstehen. Ich habe jetzt so die grundlegenden Sachen, Stickers und so, seht ihr alles im Video. Auf jeden Fall zeige ich mich jetzt. Und sobald das Junction fertig ist, veröffentliche ich auch erst die Videos. Also dieses Video werdet ihr auch erst sehen, wenn ich das Junction Video veröffentliche. Da gibt es auch nochmal weitere Informationen. So. Und ich zeige euch jetzt die Produkte, was ich verwende will. Denn ich habe mein Lager. Drüben habe ich ja mein Lager. Ich habe ja zwei Zimmers. Habe ich ein Lager. Ich habe mal Papiere rausgesucht, was ich gerne verwenden möchte. Hier habe ich auch noch Papiere. Ich habe noch Sets gefunden, also Collection-Sets und so, also alles will ich mal verbrauchen. Und sowohl auch Handstanzen. Ich werde auch Restepapier verwenden. Also diese Handstanzen, einmal von Idee mit Herz und einmal von... Keine Ahnung. Ich meine... Ach ja, die habe ich mal Flohmarkt gekauft. Die habe ich mal Flohmarkt gekauft. Die habe ich jetzt seit 2 Jahren, meine ich. 2 oder 3 Jahre. Genau, die. Dann werde ich fragen, was will er mit so vielen Büchern? Ja, ich habe von meiner Mutter Bücher bekommen. Daraus. Oh. Ich will einerseits Vintage, einerseits blumig, also Mischmasch. Da habe ich mir jetzt 6 Bücher rausgekramt. Da werden die Seiten haben ja alle so eine Schrift. Und die will ich rausreißen und dann für mein Journal verwenden. Wird eine Riesenarbeit. Genau. Wie gesagt, unbezahlte Werbung. Jetzt geht's los mit Papier. Ach ja. Erstmal Cardstock. Dann haben wir A5 Cardstock. Dann 2x A4. Irgendwie steht gerade die Kamera ein bisschen mehr. Einen Moment. So, meine Kamera habe ich jetzt ein bisschen besser positioniert. Damit habe ich noch was vor, das will ich noch bearbeiten. Was seht ihr im Video? Es werden natürlich noch mehr Cards da kommen, ne? So, jetzt kommen wir zum Papier. Dann habe ich einfach dieses hier. Ich zeige euch jetzt nur das vordere, wo ich noch ein Cover habe. Wie gesagt, beim hinteren. Zeige ich euch das jetzt hinten.
Ah, ich blätter es auch mit euch einmal durch. Dieses Nux Paper, ne? Davon habe ich mir zwei Stück rausgekramt. Weil auch mal Basic Papier bei ist und Standsteine und vor allem auch Vellum. Dann habe ich zwar von den Sets hier rausgekramt, das sind zwar die gleichen. Dann mal so ein Basic-Papier, was schon fast leer ist, und ich das mal verwenden kann. Es werden viele Seiten, das sage ich jetzt schon, also auch viele Signaturen. Und das schreit förmlich nach dem Journal. Also auch so ein bisschen Dschungel angehaucht, ne? So Blumen, Dschungel. Dann diesen diesen Paper Stage Deluxe. Ich nenne das jetzt so. Und da vor allem die Dekoration mit dem Blumen. Und jetzt zeige ich nur noch 200 Euro von hinten. Dann habe ich einmal diesen hier rausgesucht. Ich werde vielleicht nicht alles holen. Und dann habe ich selbstklebendes Papier einmal rausgesucht. Einmal diesen zum Stanzen. Und einmal diesen. Dann ein 15x15. Ihr seht, ich will ein bisschen was loswerden. Dann habe ich einmal diesen hier. Und diesen. Dann haben wir diesen hier rausgesucht. Wie gesagt, wenn ich das nicht alles verwende, ist es auch nicht so schlimm. Dann haben wir dieses Papier hier rausgesucht. Dann habe ich mir auch mal Umschläge rausgesucht und Schreibpapier. Kann man da ein bisschen schreiben. Dann in dieser Variante, da werde ich so einzelne Blätter nehmen. Dann habe ich so ein Creative Paper Collection. Dann habe ich dieses. Genau, ich mache jetzt einmal die Kamera aus, weil dann zeige ich gleich die 30x30 Blöcke. Ich habe noch zu vergessen zu erwähnen, dass ich diesen hier auch verwende. Von DCWV. Ja, und wir fangen an. Ich habe meine
Kiste gewühlt und mir viel, ich hätte fast am liebsten fast alle genommen, aber einige passten nicht zu diesen Themen. Das wird dann eben zurechtgeschnitten auf das Maß, was ich gerne haben möchte. Das war der erste. Der musste mit. Ich habe schon lange überlegt, einen Junction mit dieses Papier zu machen. Dann diesen, da habe ich mir die Basics-Sachen so raus gefischt, nicht Fisch gedacht. Das sind ja gut die Basics-Sachen. Oder vielleicht sowas mal mit integrieren kann. Oder vielleicht sowas mal gucken. Das wird schwierig. Da habe ich mir jetzt auch so diese Blumensachen rausgekramt. Und vielleicht auch noch sowas hier. Mal gucken. Und ich werde auch ganz viel Graupappe und auch sehr viel Formpad verwenden. Einen Moment. Dann, um ein bisschen Ruhe zu finden im Album, habe ich mir mal dieses Holzmuster mal lyrisch, ne? Wie gesagt, die Videos seht ihr erst, wenn ich das Junk Journal fertig habe. Und wie ich das veröffentliche, das weiß ich auch noch nicht. Dann einmal diesen. Dann diesen hier. Achso, solltet ihr mal demnächst fragen, wann hattest du denn die Idee? Abends um 8:30 kam mir so der Geistesblitz. Könnte ich ja mal eine Dankeschön-Reihe machen? Ja. Das ist ein sehr, sehr schön, weil da sind nämlich schon Bestands Sachen dabei, so wie die Sprüche hier und auch die Blumen. Damit auch einiges. Auch dünne, das ist dünne. Und einmal ein dickeres. Journal Design, vielleicht nehme ich das auch noch das zweite Mal, weiß ich noch nicht. Das vorletzte, das letzte zeige ich euch erst zum Schluss. Das ist ein ganz normales 30x30, daraus werden auch die, vielleicht die Seiten auch schon stehen, mal gucken. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingspapier.
dann werden auf jeden Fall die Sprüche rauskommen. Ja, ein Großprojekt mit sehr viel Material, was vielleicht auch verwendet wird. Vielleicht tue ich auch noch was dazu und mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall ein Großprojekt vor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ihr das seht. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Video. Bye, bye.